Willkommen im schönen Harrachov, Riesengebirge, Tschechische Republik. Es ist die vierte Weltcup-Station des Winters nach Kuusamo, Kuopio und Lillehammer. Und im Gegensatz zu den ersten drei Stationen spielt das Wetter hier ein kleines bisschen verrückt. Es schneit stark, es hat auch über Nacht 15 bis 20 cm Neuschnee gegeben. Und das wird sicherlich nicht einfach werden heute mit Training und Qualifikation. Aber mehr als der Schnee könnte der Wind zu einem Problem werden. Ja. Denn die Prognose ist relativ heftig, was den Wind angeht. Man muss abwarten, man muss schauen, was passiert, speziell morgen und am Sonntag. Grundsätzlich sind wir optimistisch. Und wir gehen einfach davon aus, dass es hier zwei weitere schöne Wettkämpfe zu sehen geben wird. Ohne Michael Uhrmann, ohne Gregor Schlierenzauer, ohne Jana Ahonen, aber mit den allerbesten des derzeitigen Weltcups, als da sind Thomas Morgenstern, Andreas Kofler, wieder Larinto aus Finnland, alle am Start, und hoffentlich sind sie auch wirklich am Start, denn wie gesagt, der Wind wird